Liebe Peter von Österreich betet, ich möchte mich wieder an euch wenden mit ein paar Worten. Wir haben jetzt ein neues Jahr begonnen. Dieser Mittwoch, der 3. Jänner, ist der erste Mittwoch im neuen Jahr 2024. Wir haben uns viele ein neues, ein gutes, ein gesegnetes Jahr gewünscht. Die meisten haben wohl das Jahr begonnen mit dem Hochfest der Gottesmutter, die am Anfang steht und am Anfang stand, am Anfang stehen soll. Und vielleicht haben manche mit gemischten Gefühlen das Jahr begonnen, hineingeblickt. Es gibt doch gewisse Krisenerscheinungen weltweit, was die Sicherheit betrifft. Es gibt Kriege, die Wirtschaft ist in Gefahr, gesellschaftliche Entwicklungen. Und auch kirchlich bewegen wir uns auf möglicherweise dramatische Dinge zu. Es gibt viel Verwirrung, auch Spaltung oder Unsicherheit. Und vor diesem Hintergrund ist es wichtig, das Leben einfach klar auszurichten, sich zu überlegen, wie gehe ich durch das Leben. Und wenn man so ein Jahr vorausblickt, ist es auch wichtig, dass man eben insgesamt dem ganzen Leben eine Richtung, ein Ziel gibt. Und man könnte das auch vergleichen mit einem Bergsteiger. Für einen Bergsteiger ist es wichtig, dass er ein klares Ziel hat. Je klarer er das Ziel vor Augen hat, desto mehr ist er motiviert, den Weg zu gehen, desto leichter kann er Schwierigkeiten in Kauf nehmen, desto mehr kann er mit Freude den Weg gehen. Und das ist eben das Zweite. Den Weg sollen wir entschieden gehen, den wir erkennen zum Ziel. Aufpassen, dass wir nicht auf Abwege oder Umwege geraten, dass wir Gefahren richtig begegnen, und dazu gehört es auch, die Mittel anzuwenden. Viele Menschen heute blicken angstvoll in die Zukunft, und es gibt ja auch berechtigte Gründe, diese oder jene Befürchtungen zu haben, und trotzdem ist es wichtig, sich zu fragen, wie gehe ich mit der Angst um? Es soll so sein, wie es auch für einen Bergsteiger gut und richtig ist. Ein Bergsteiger soll die Gefahren realistisch erkennen, sehen und auch hinschauen. Das Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, wäre ganz falsch, auch in unserem Fall, wenn wir durch das Leben gehen. Es ist wichtig, Gefahren realistisch zu sehen, einzuschätzen, und gleichzeitig ist es aber dann auch wichtig, dass wir uns nicht von der Angst vereinnahmen lassen, denn das wäre eine weitere Gefahr. Realistisch sehen und dann konsequent mit Verstand und mit Klarheit voranzugehen. Und so können wir sagen, für uns Christen ist es wichtig, wir haben eine wirkliche Hoffnung, das ist viel mehr als ein weltlicher Optimismus. Die Hoffnung trägt wirklich auch und trotz vieler Schwierigkeiten. Und das Gebet, auf das komme ich jetzt eben wieder zurück, ist jetzt noch mehr von großer Bedeutung. Es ist entscheidend, damit wir das Ziel klarer erkennen. Das Gebet und die Gottesmutter stärken uns auch, den Weg zu gehen, und sind eben, das Gebet ist eben auch eines jener Mittel, die uns auf diesem Weg helfen, dass wir mutig, entschieden und froh vorangehen. Wir können nicht viele Dinge umdrehen, Entwicklungen sind da, aber was wir tun können, sozusagen als Beter eine Arche bilden, so wie Noah jetzt im geistigen Sinne, einen Schutzwall des Gebetes, und das kann zugleich für später, nach verschiedenen Krisen, wieder sozusagen die Basis, das Fundament für einen Aufbau sein. In diesem Sinne möchte ich euch wieder mal im Gebet bestärken. Ich wünsche euch ein gutes Jahr, ein gesegnetes Jahr mit einem christlichen Realismus, einer christlichen Hoffnung und durch die Hilfe der Mutter Gottes eine wirkliche Freude im Herrn. Seid also gesegnet, ihr seid wirklich gesegnet, weil ihr Beter seid. Dankeschön.